Unterwegs in einem Benzer und wir rollen. Und wir rollen. Und wir rollen. Und wir rollen. Ladies sind am Leben, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Den Rapper Erenjan haben wir vor einigen Tagen schon mal analysiert, meine lieben Freunde. Er ist ein Newcomer, der jetzt neu auf dem Markt ist, sage ich mal. Und hat auch schon mit seinem ersten Hit schon über 1 Million Klicks auf YouTube geschafft. Innerhalb von ein paar Tagen, meine lieben Freunde. Das ist wirklich sehr beeindruckend, meine lieben Freunde. Aber wenn man überlegt, dass er auf Instagram eigentlich schon eine große Reichweite hat, war das ja davon abgesehen, dass er es auch auf YouTube schaffen wird, meine lieben Freunde. Unser heutiges Video wird sich jetzt um die Klicks von dem Rapper Erenjan und sagen wir mal Batu drehen. Also unser Thema dreht sich um die Klicks, meine lieben Freunde. Wir schauen uns mal kurz die Klicks an, um natürlich das ganze Mythos aus dem Weg zu räumen, bevor jetzt irgendjemand anfängt mit Kai kauft Klicks für die YouTuber-Szene, Instagram-Szene. Ist natürlich jetzt in Frage gestellt, meine lieben Freunde. Wir werden es natürlich nicht direkt an die Wand malen, das Ganze. Aber es waren auf jeden Fall einige Andeutungen da. So, jetzt schauen wir uns mal die Videos von Erenjan auf Instagram an, meine lieben Freunde. Wenn wir sehen, werden wir merken, dass einige seiner Videos wirklich in tausender Beträgen auf jeden Fall hochgestiegen sind. Ja, also der meiste Klick, die meisten Klicks sind so bei 200.000 bis maximal 500.000, würde ich mal sagen. Der einzige, der 1 Million hat, ist dieses, womit er seinen Song jetzt released hatte. Wir rollen im Blablabla Benzer oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Irgendwas war da, Benzer oder so. Dieses Video hat über 1 Million Klicks auf Instagram. Sonst hat es kein einziges Video geschafft, über die 1 Million Marke zu gehen auf Instagram. Dies würde natürlich jetzt bedeuten, okay, das ist auf jeden Fall nicht Mero-like, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so im Kai-Sinne gewesen. Also Kai ist da auf jeden Fall nicht im Spiel, sondern das sind ganz normale Zahlen, die er sich in den letzten Monaten und Tagen erarbeitet hat. Ja, meine lieben Freunde, jetzt geht das natürlich noch mehr in die Höhe, weil er jetzt etwas bekannter geworden ist. Die Zahlen sind echt und die Zahlen sprechen auch für sich. Und ich muss auch wirklich sagen, Erenjan hat auch wirklich ein großes Talent. Also das muss man ihn lassen. Er kann gut singen, das habe ich schon mal in einem meiner Videos erzählt. Er ist wirklich, es ist ein talentierter Sänger, mein lieber Freund. Ja, also wer das nicht so sieht, ist einfach nur ein Hater. Ist ganz einfach, bist du einfach nur am Haten, mein lieber Freund. Also er hat auf jeden Fall Talent, mein lieber Freund. Und das Talent, das zahlt sich natürlich auch aus. Er sieht ein bisschen aus wie ApoRed, finde ich. Ziemlich cool. Auf Instagram hat er auch 100.000k erreicht. Ja, das bedeutet, er bekommt bald seinen schönen blauen Haken und ist auch offizieller anerkannter, ja, Sänger, Musiker, was weiß ich. Ist auf jeden Fall eine etablierte Person auf Instagram und ist jetzt keine Nullnummer mehr, sag ich mal. Also er hat ein Häkchen, er ist was, meine lieben Freunde. Und ja, herzlichen Glückwunsch zu diesen Errungenschaften. Auf Spotify ist das Lied jetzt auch verfügbar. Könnt ihr euch gerne reinziehen, meine lieben Freunde. Das war's mit diesem Video. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace and out.